Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Zelda Twilight Prinzessin oder so. Jo, im letzten Part, in den letzten Parts, wir waren im Wüstentempel, der Schattenspiegel zerbrochen ist. Jetzt haben wir hier einen kleinen Durchgang, durch den wir jederzeit in das Gebiet kommen, wenn ich gerade mal gar keinen Bock habe, mich links von Hyrule hinzuwarten. Und wir müssen tatsächlich als nächstes in die Berge, in die eiskalten Berge. Und da warpe ich mich mal hier hin, weil es wird gerade Nacht. Dann kann ich vielleicht noch das ein oder andere Geisterlein fangen, wenn ich die da oben nicht schon längst habe. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Hallo Fini, du kommst mal wieder zum Kuscheln, während ich zocke. Das ist so lieb von dir, du bist mir so treu. Immer schön die Hauptschlagader von den Beinen her abklemmen. Super. Ich liebe dich. Bist du süß. So, kann es jetzt bitte Nacht werden, damit ich kontrollieren kann, ob ich hier schon die Geister habe? Oder braucht das noch länger? Dies habe ich ja schon längst gemacht. Es will ums Verrecken nicht Nacht werden. Kann schon. Ja gut, wir müssen ja nicht unbedingt hier oben stehen. Außerdem bin ich eigentlich der Meinung gewesen, dass ich schon die Viecher geholt habe hier. Kann mich aber auch irren. Ich meine, wann war ich hier zuletzt als Wolf unterwegs? Ist auch schon ewig her. Toll. Muss ja eh von der Seite aus ran. So, it's going to get dark. Aber immer noch nicht Nacht genug. Ich könnte natürlich auch mal schauen, ob beim Angelsehen Geist ist. Wobei, nee, da war ich ja nachts. Da war ich definitiv nachts. Und so wie es hier momentan ausschaut, hier ist auch kein Graskreis oder sowas. Nö, dann ist hier jetzt gerade gar keiner mehr. Dann habe ich die aber bestimmt hier im Flusslauf auch schon gefangen. Vor allen Dingen gefangen. Nee, am Arsch gefangen. Schnell! Fangen wir sie! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei den Zoras oben auch einer sein könnte. Ach nee, es war ja hier so ein Fliegevieh. So, hallo, werter Geist. Wie geht es dir? Kommst du mal runter? Danke. Super. Das hat mir nicht gefallen, was sie mit mir gemacht haben. Deswegen reiße ich ihnen ihre Seele und fresse sie. So. Ach. Guck mal an. Wow. Da oben muss ich jetzt noch hin. Das heißt, ich muss auf die andere Seite. Stimmt ja, mit einem Wolf kann ich ja mit Midna da hoch sprinten, mehr oder weniger sprinten. Achso, ich kann mich aber vor den Zoras nicht verwandeln. Haha. Mir also erstmal hier hochklettern. Und dann. Nee. Ich habe mich einfach vor die Wand gestellt und konnte mich verwandeln. Ich bin nämlich gut. Von 19. Ach, das gehört auch noch zu dem Gebiet. Ah, seid ihr denn wahnsinnig? Ah ja, die Truhe habe ich schon. Hop, 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 hop!
Ah, ich bin ja so gut. Ich werde auch noch mit Rubinen dafür belohnt. Und hier ist also tatsächlich kein weiterer Geist. Das willst du mir jetzt damit sagen, Spiel? Ich bin fast davon überzeugt, dass wirklich drin einer ist. Von daher, da muss ich dann auch noch gleich runter. Ich gehe einfach jetzt hier als Wolf rein, ist mir egal. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich als Wolf da drin bin. Also von daher. Scheint es aber echt so. Dass hier gar kein Geist ist. Schade. Aber dann kann ich mir vielleicht immer sagen, dass es dem Zora-Prinzen gut geht. Nö, und dem Prinzen ist es natürlich noch egal. Okay, dann muss ich ja jetzt wieder einfach runterspringen. Selbstmord ist lustig. Und hui. Oh, ich bin nicht auf dem Zora gelandet. Ist ja unverschämt. Also, der kriegt das Spiel gleich mal einen Minuspunkt, ne? Man kann hier nicht mit dem Kopfsprung Zoras kaputt hauen. Unverschämtheit. Titititititit. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Durchgang jetzt auch noch zu den Geistern gehört. Nee, das ist jetzt schon wieder neu. Bamboo! Was machst du eigentlich an so einem gefährlichen Ort wie diesem hier? Seitdem die Höhle der Zoras eingefroren war, ist es in diesen Bergen extrem kalt geworden. Außerdem habe ich von den Zoras eine seltsame Geschichte gehört. In letzter Zeit ist der Wilde, der tief in den Bergen lebt, häufig hier aufgetaucht. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe hier also Wache gestanden und tatsächlich ist dieser Riese hier aufgetaucht. Hier, so sah er aus. Scheint, als hätte er aus der Höhle einen knallroten Fisch gestohlen. Ich würde ihn zu gern verfolgen, aber in diesem Schneegestöber finde ich den Weg nicht. Du willst bestimmt auch in die Berge, aber wenn du kein Mittel hast, hier durchzukommen, solltest du das besser lassen. Ja, das heißt jetzt was? Kein Mittel haben, hier durchzukommen? Was brauche ich denn dann, um hier durchzukommen? Kein Mittel? Wem soll ich das dann denn zeigen? Ich verstehe es gerade echt nicht. Das bringt nichts. Midna, hast du eine Idee? Danke, Midna! Na egal, wir springen jetzt einfach mal hier runter. Minikarte, bitteschön. Dankeschön. Stimmt, ich wollte schauen, ob hier unten im Wasser vielleicht was ist. Auch wenn es meinen Tod bedeuten könnte. Wo habe ich denn meine Eisenstiefel? Ah, normalerweise. Ah! Okay. Gut. Was? Ich habe jetzt allen Ernstes so viel Schaden genommen. Stimmt, doppelter Schaden. Aber trotzdem. Alter, so kann ich nicht weiter. Ich sterbe beim ersten Versuch, wenn ich weitergehe. Da muss mir nicht viel passieren. Ich habe gerade keine Fee dabei. Das ist ja ätzend. Aber wem muss ich denn diese Aufzeichnung zeigen? Das ist das Problem daran, wenn man das noch nicht gespielt hat.
Warte mal, Aufzeichnung auf R. Die Wilde aus den Schneebergen? Nanu, was er da unter ihren Arm trägt, das ist doch eine Dunstforelle. Deshalb ist in letzter Zeit so oft kehrt. Er hat es wohl auf Dunstforellen abgesehen. Hätte nie gedacht, dass jemand anderes als Prinz Rales einen solchen Fisch fangen würde. Ah, der Prinz. Alles klar, auf nach Kakariko. Okay, meine Herzen sind jetzt schon mal ein bisschen besser gesichert. Das gibt's ja wohl nicht. Ja gut, da gehe ich halt jetzt hier rum. Und jetzt kann ich mich wahrscheinlich warpen. Wetten. Oh. Dann halt doch ins nächste Gebiet und hier warpen. Das heißt, ich muss mit Prinz Rales reden. Warpen. Le Kakariko. Le Kaka. Le Kaka. Kaka. Ja, wir brauchen alle Kaka. Kaka, kaka, kaka. Kaka. Kaka, kaka. So, was hat sie denn immer gesagt? Nachts rennt er zum Friedhof oder? Nee, tagsüber ist er beim Friedhof. Nachts ist er wahrscheinlich wieder im Hotel. Jo, achso, ich könnte mal schauen, ob er statt dieser Falken-Sniper-Maske jetzt was anderes im Angebot hat. Vielleicht ein Herzteil, stimmt. Vielleicht verkauft er ab einem gewissen Zeitpunkt... Ach du Scheiße. Was macht der mit den Goronen? Gott, und die verführt er bestimmt auch noch zum Kannibalismus. Wetten? Alter, ist das übel. Boah! Da braucht man keine Gruselspiele mehr spielen. Dieses Kind ist gruselig genug. Die Tür ist abgeschlossen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich komme ja oben irgendwie rein. Oder ist der auch nachts bei seiner Mama? Bergaufwärts rollen geht immer noch am schnellsten. Das wollte ich nicht. Ich wollte nämlich einfach nur rüberspringen. Herzlichen Dank. Achso, warte mal. Ich komme hier nicht mehr rein. Oder ging das hier vorher überhaupt rein? Oder war es woanders? Nee, es war schon da. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Warum, warum? Warum tut es mir so an? Ist ein Huhn? Hier oben? Okay. Ach, warte mal. Da. Nee, da ist kein Geist. Oder? Warte mal, komm mal her, Huhn. Es wollte sich wahrscheinlich erholen, aber das darf es jetzt bei mir nicht. Ich will jetzt nur wissen, ob da drüben ein Geist drin ist. Ob ich da vielleicht nur näher ran muss, damit das sichtbar wird. Nee, ist es nicht. Alles klar. Weil mir fehlen in diesem Gebiet immer noch zwei? Denn die sein? Was zählt denn alles zu dem Gebiet hier? Bestimmt irgendeine Höhle oder sowas noch nicht ausgeräuchert. Oder beim Zora-Grab. Das könnte natürlich sein, da drinne. Nee, es ist ein gesegneter Ort. Normalerweise dürfte da nichts drinne sein. Bam, 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 bam. Ach, ich glaube aber draußen, das Gebiet zählt auch noch mit dazu. Ah, der Prinz ist also tatsächlich sogar nachts hier. Ist das nicht dieser Wilde aus den Schneebergen? Aber sieh dir doch mal die roten Fische an. Sehe ich jetzt die Zeichnung? Nee, immer noch nicht. Das ist ganz sicher eine Dunstforelle. Ein seltener Fisch, den es nur in der Höhle der Zoras gibt.
Sie bevorzugt eine bestimmte wertvolle Koralle. Ohne diese gelingt es uns, auch uns kaum diesen Fisch zu fangen. Sieh mal, Bambu, dieser Ohrring ist aus einer solchen Koralle gefertigt. Ich schenke ihn dir. Nein. Nein! Weißt du, ich habe ihn von meiner Mutter bekommen. Aber nimm ihn nur, ich brauche ihn nicht mehr. Durch dich begreife ich endlich, was meine Mutter sich wünschte und was ich selbst jetzt zu tun habe. Ich werde in unsere Höhle zurückkehren. Dunstforellen findest du an dem Doppelfelsen in der Nähe des Bassins unter dem Wasserfall in meiner Heimat. Diese Fische sind rot, du wirst sie leicht erkennen. Ich will nicht angeln. Das Grab wäre in irgendeiner Höhle. Oh boy. Ich darauf schon wieder keine Lust habe. Dann zwängen wir uns mal hier durch und dann kann ich mich wenigstens wieder warpen. Ach du. Angeln. Ich und Angeln. Mal ganz im Ernst. Wer ist auf die Idee gekommen? Zora-Höhle. Ja, bitteschön. Dankeschön. Oh nein. Oh nein. Okay. Ist der Prinz schon hier? Scheint mir nicht so. Der wollte doch hier zurück in die Höhle. Warum ist er noch nicht hier? Wolf geht rein. Ich gehe raus. Also, unter dem Wasserfall hat er doch gesagt. Beim Doppelfelsen gibt es ja eigentlich nur einen Ort. Ich muss angeln. Ich werde von der Story gezwungen zu angeln. Eigentlich hätte mir das auch schon vorher auffallen müssen. Wo ist meine Angel? Wo ist der Ohrring? Der ist schon dran, oder was? Ich habe ihn zumindest nicht im Inventar, also gehe ich mal davon aus, dass er schon dran ist. So. Oh Gott, ich weiß genau, dass es jetzt schon wieder nicht funktionieren wird. Schwein gehabt. Hier, das ist der Doppelfelsen, glaube ich. Da ist eine. Oh Mann, ey. Hoppala. Nee, das war wohl nix. Achso, ich hätte auch Y drücken sollen. Ich schau nochmal. Na? Ist das nicht ein Leckerbissen? Okay. Wow. Wo ist der Fisch jetzt angelegt? Hä? Ach. Jetzt traf ich's. Oh nein, ich muss den fangen mit Wolf dann. Und den Geruch aufnehmen. Ja, dann fang den mal bitte. Dann beiß mal bitte an, meine ich. Yeah.
Okay, gut. Das Fangen ging erstaunlich einfach. Also wirklich erstaunlich einfach. Für meine Verhältnisse ist das ja A plus mit Sternchen. Willst du mich nerven mit, na? Dann fliegst du nämlich ganz schnell in den Eissee, der dir fast alle Herzen raubt. Das war echt eine schlimme Erfahrung gerade. Hui! Nö. Auf euch habe ich ja schon mal gar keinen Bock. Wow, wie läuft der hier hoch? Das war ein bisschen knapp. Ich frage mich gerade, ob der Hang hier so ein Weg ist, wo ich mich automatisch verlaufe oder nicht. Ich muss da hoch. Was ist das? Ist das ein Geist? Nee, das ist... Doch, Tatsache. Hoi. Oh nein, ey. Da oben ist auf jeden Fall noch einer. Und dann schaue ich von da oben noch mal. Oh. Mal sehen, was ich da unten finden kann. Interessant. Oh nee, da komme ich doch gar nicht durch. Ah, warte mal, wenn ich wahrscheinlich das Level da oben fertig habe, lässt der Schneesturm etwas nach. Das könnte sein. Ich hoffe es. Minikarte, bitteschön, danke. Shit. Oh! Wie ist das passiert? Und ich lande hier, obwohl ich da oben... Unlogisch. Obwohl ich da oben aus der Höhle rausgekommen bin, lande ich hier. Das heißt aber, dass ich hier unten keine Geister weiter finde. Wahrscheinlich. Nee. Wenn ich auch auf dem ganzen Berg nur 5 Stück finden kann, dann sind das jetzt wahrscheinlich dann... Du sollst auch nicht angreifen, Junge. Du sollst da hochlaufen. Was soll das denn jetzt? Oh.
Ah, cool, hätte ich mich nicht umgesehen, dann wäre mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Wurde ja beängstigend als cool. Ich hätte mich natürlich auch hier oben hinstellen können und mal runtersehen können. Aber ich sehe hier keine. Naja, umgucken muss ich mich natürlich schon hier. Da ist doch noch ein Geist, alles klar. Nee. Igitt. Hoppala. Ach, das war jetzt aber total unabsichtlich. Ne, ich würde jetzt wirklich sowas mit Absicht machen. Ich kann mich unter einen Baum graben. Alles klar. Okay. Jawohl! Das ist der Ersatz für den, den ich aus Versehen verbraucht habe. Echtes Schleimgelee. Auch hier zu finden. Interessant, aber das heißt, ich finde in dieser Höhle nichts anderes. Außer vielleicht ein paar Rubine, aber das waren ja maximal 5. Dann mal wieder raus. Ich würde sagen, wir machen hier mal den nächsten Stopp. Ich hoffe, der Part hat euch soweit zugesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.